Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, das ist richtig, dass Sie mehrfach einen Antrag eingebracht haben, aber auch das war immer derselbe Antrag. Und auch, ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Thema können wir kaum zusammenkommen, denn Sie sagen in Ihrem Antrag, es soll alles weitergehen wie bisher. Und wir haben festgestellt, dass wir vor großen Herausforderungen in Niedersachsen stehen, dass sich Regionen auseinanderentwickeln und dass wir auf diese Herausforderungen auch neue Antworten entwickeln müssen. Und dass wir deswegen auch Änderungen wagen werden, um Verbesserungen zu schaffen. Mit unserem Antrag zeigen wir, wie wichtige europäische Ziele wie Klimaschutz, wie Armutsbekämpfung und Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen, wie wir die umsetzen werden und wie wir sie mit Leben füllen werden. Die von der Landesregierung vorgelegten Programme zu ESF, EFRE und ELA knüpfen an die niedersächsischen Potenziale und werden diese mit dem Fokus auf eine soziale und ökologische Entwicklung weiterentwickeln. Im sozialen Bereich wird es vor allem darum gehen, Anschlussförderungen zu ermöglichen, was mit den weniger werdenden Mitteln nicht so einfach ist. Und wir werden neue Schwerpunkte setzen, von denen ich einige nennen möchte. Mit dem Schwerpunkt Klimaschutz durch Moorrenaturierung setzen wir eines der Ergebnisse der Regierungskommission Klimaschutz um. Mit der Förderung des Ökolandbaus als ein weiterer Schwerpunkt, der zusammen mit der verbesserten Förderung von Agrarumweltmaßnahmen zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen wird. Und wir haben vor, die energetische Gebäudesanierung im sozialen Wohnungsbau zu unterstützen. Und damit verbinden wir unseren sozialen Anspruch mit Klimaschutz. Sie haben was zum Thema Breitbandanbindung und der sehr viel höheren Mittel, die in Bayern zur Verfügung stehen, gesagt. Sie haben nicht dazu gesagt, dass in Bayern die Mittel gar nicht abgeflossen sind. Da machen wir doch besser ein Programm mit weniger Geld, was aber funktioniert und was wirkt. Ja. Neben diesen Schwerpunkten wird es Querschnittsziele geben wie gute Arbeit, Energieeffizienz, Gleichstellung und Nachhaltigkeit, die nicht nur dazu dienen, nützliche Projekte auszuwählen, sondern die auch Anstoß geben sollen, denen, die Projekte entwickeln und sie so auszugestalten, dass sie einen gesellschaftlichen Mehrwert haben und dass die zukunftsweisend sind. Denn es sind schließlich öffentliche Gelder, die hier ausgegeben werden. Sie haben kritisiert, unser Modell oder unsere Aussagen zum Thema Kofinanzierung im Antrag wären nicht EU-konform. Sie haben unseren Antrag nur leider komplett falsch zitiert. Wir sagen dort, wir wollen, dass sich dem Thema Kofinanzierung für strukturschwache Kommunen, dass sich diesem Thema angenommen wird, dass auch diese zukünftig von EU-Fördermitteln profitieren können. Und in welcher Form das am Ende geschehen wird, das steht im Detail gar nicht im Antrag drin, sondern es ist der politische Auftrag, dafür eine Möglichkeit zu entwickeln. Ich möchte noch ein paar Worte auch sagen zu dem Schwerpunkt der neuen Förderstrategie, über der im Moment am meisten diskutiert wird, und zwar zur regionalisierten Förderung. Tatsache ist, dass wir sehr viele weniger Mittel haben und die EU uns abverlangt, diese Mittel sehr viel stärker auf wenige Ziele zu konzentrieren und damit das Land zu gestalten. Und deshalb wird es zukünftig keine Gießkannenförderung mehr geben, und das ist gut so. Anstelle dessen findet aktuell anhand der regionalen Handlungsstrategien ein Prozess zur Verständigung zwischen Kommunen und Landkreisen statt, welche Ziele das für die Regionen sein können und wie diese sich mit landespolitischen Zielsetzungen verknüpfen lassen. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht sagen, dass ich nicht auch an der einen oder anderen Stelle kritische Anmerkungen zu der neuen regionalen Ausrichtung, also nach dieser neuen Strategie gehört habe. Aber ich möchte der Kritik zwei Kommentare entgegengesetzen, die ich am Montag bei der Vorstellung der Zwischenergebnisse in Hildesheim gehört habe und die meiner Meinung nach mal zum Weiterdenken anregen sollten. Und zwar erstens, dass es sehr gut ist, dass das Land endlich wieder eine aktive Rolle übernimmt, in den Regionen über die zukünftige Entwicklung zu diskutieren und sich dabei engagiert einbringt. Und sicher ist dabei der Bedarf in den Regionen unterschiedlich.
Und zweitens... Frau Westphalie, Sie müssen zu Ende kommen. Ah. Ich muss hier gleich behandeln. Sie haben jetzt fast eine Minute überzogen. Bitte kommen Sie, besprechen Sie Ihren Schlusssatz. Dass es entscheidend darauf ankommt, dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten, die von alle getragen werden. Und dazu hat hier jeder in diesem Parlament auch seine eigene Verantwortung, die er mitzutragen hat. Dankeschön.